In einem Notizheft, einem der vielen, die ich im Laufe meines Lebens vollgeschrieben habe, finde ich ein Zitat. Das Heft ist alt. Ich weiß nicht mehr, ob das, was ich damals aufgeschrieben habe, ein Satz von Emilio Salgari oder ein Satz von mir über Salgari war. Er befindet sich auf einer Seite, auf der ich die Schlussfolgerung von Dr. Herr, dem Arzt des Schriftstellers, über seine Mythomanie und seine akute Schizophrenie abgeschrieben habe. Ich versuche erfolglos, den Ursprung des Satzes aufzuspüren. Ich finde viele Variationen, wie den Satz, den Josef Brodsky über Montale schrieb. Die Kunst ahmt eher den Tod als das Leben nach. Diese Sphäre, von der das Leben keine Vorstellung hat. Oder den von Sidney Pollack. Ich drehe keine Filme, um das Leben nachzuahmen. Aber ich finde den Satz aus diesem Heft nicht. Ich werde nicht erfahren, ob er von Salgari ist oder von einem anderen Autor. Ich gebe auf. Es ist das gebotene Zitat, um dieses Buch zu beginnen. Es gilt also, von wem es auch stammen mag. Nicht die Literatur muss das Leben nachahmen, sondern das Leben muss die Literatur nachahmen. Es ist Dienstag. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Satzfalten mit Herrn Jan Kreinkamp und Herrn Olaf Reitz. Zwei Zettel. In der Universitätsbibliothek zu Salzburg hat sich an dem großen Luster im großen Lesesaal der Bibliothekar erhängt, weil er, wie er auf einem hinterlassenen Zettel schreibt, es nach 22 Dienstjahren plötzlich nicht mehr ertragen hatte können, Bücher zu ordnen und Bücher auszuleihen, die nur dazu geschrieben worden sind, um Unheil anzurichten, wobei er sich auf alle jemals geschriebenen Bücher bezieht. Das hat mich an den Bruder meines Großvaters erinnert, der Revierjäger in Alten Tann bei Hennendorf gewesen ist und sich auf dem Gipfel des Zifanken erschossen hat, weil er das Unglück der Menschen nicht mehr ertragen habe können. Auch er hatte diese seine Erkenntnis auf einem Zettel hinterlassen. Der 10. Dienstag. Wir reden über die Ehe. Ich brachte eine Besucherin mit, die Maury kennenlernen sollte. Meine Frau. Er hatte mich seit dem ersten Tag, an dem ich ihn besuchte, immer wieder gefragt, wann lerne ich Janine kennen? Wann bringst du sie mit? Ich hatte bisher immer Ausreden gefunden. Bis zu diesem Tag, als ich ihn anrief, um zu erfahren, wie es ihm ging. Es dauerte eine Weile, bis Maury am anderen Ende der Leitung war. Und als es soweit war, konnte ich hören, wie jemand mit dem Hörer hantierte und ihn an sein Ohr hielt. Maury war nicht mehr in der Lage, einen Telefonhörer zu heben. »Hi«, sagte er keuchend. »Geht's dir soweit gut, Coach?« Ich hörte, wie er ausatmete. »Mitch, deinem Coach geht's heute nicht so besonders.« Er brauchte jetzt fast jede Nacht Sauerstoff und seine Hustenanfälle waren mittlerweile beängstigend. Ein Hustenanfall konnte eine Stunde dauern und er wusste niemals, ob er überhaupt enden würde. Er hatte immer wieder gesagt, er würde sterben, wenn die Krankheit seine Lunge erreichte. Ich erschauderte, als ich daran dachte, wie nahe der Tod war. »Ich sehe dich dann am Dienstag«, sagte ich, »dann wird's dir bestimmt besser gehen.« »Mitch?« »Ja?« »Ist deine Frau bei dir?« »Sie saß neben mir.« »Hol sie an den Apparat. Ich möchte ihre Stimme hören.« »Tja, ich bin mit einer Frau verheiratet, die weitaus offener und freundlicher ist als ich.« Obwohl sie Maury nie zuvor kennengelernt hatte, nahm sie den Hörer. Ich hätte den Kopf geschüttelt und geflüstert, »Ich bin nicht hier, ich bin nicht hier.« Und innerhalb einer Minute war sie meinem alten Professor so nahe, als hätten sie einander seit College-Zeiten gekannt. Das war zu spüren, obwohl ich an meinem Ende der Leitung nichts anderes hörte als, Mitch hat mir gesagt, oh danke. Als sie auflegte, sagte sie, das nächste Mal komme ich mit. Ein wunderschönes Buch über einen ehemaligen Studenten, der seinen Professor jeden Dienstag besucht, als er halt schwer erkrankt ist und irgendwann auch stirbt und immer wieder ein Interview führt und die dann halt über die alten Zeiten auch reden oder auch nur bei Philosophie und das, was in der Gesellschaft passiert. Dienstags bei Maury. Sehr schön. Morbide Folge haben wir heute.
Der Papierarbeiter Filzmoser hat seinen Nachbarn, den, wie er in der Papierfabrik Steiermühl beschäftigt gewesenen Papierarbeiter Nöstlinger, irrtümlich, wie er vor Gericht ausgesagt hat, erschossen. Er habe auf einen plötzlich aus dem Unterholz des sogenannten Peiskamerwaldes auffliegenden Fasan geschossen, dabei aber nicht den Fasan, sondern Nöstlinger getroffen, mit welchem er schon über 25 Jahre auf die Jagd gehe. Nöstlinger sei sofort tot gewesen. Mit Nöstlinger habe ihn, Filzmoser, eine lebenslängliche Freundschaft verbunden. Zeugen hatten vor Gericht ausgesagt, dass die beiden seit dem Zeitpunkt, in welchem sich Nöstlinger einen Kredit für einen Zubau zu seinem Haus habe verschaffen und auch gleich mit der Ausführung dieses Zubaus habe anfangen können, nicht mehr gesprochen hatten. Denn dem Filzmoser war ein solcher, von ihm an derselben Stelle in Linz beantragter Kredit abgewiesen worden. Es ist bekannt, dass im Traunviertel sehr viele Männer ihren Jagdschein nur zu Mordzwecken erwerben. Die Bücherei enthielt hauptsächlich Romane, aber viele waren für Jugendliche unter 15 Jahren verboten und standen gesondert. Und die rein intuitive Methode der beiden Kinder stellte keine wirkliche Auswahl dar. Doch der Zufall ist nicht das Schlechteste in Sachen Kultur. Und indem sie alles durcheinander verschlangen, führten sich die beiden Gefräßigen gleichzeitig das Beste und das Schlechteste zu Gemüte, ohne sich übrigens darum zu kümmern, etwas zu behalten. Und sie bildeten tatsächlich auch fast nichts als ein seltsames, mächtiges Gefühl, das im Laufe der Wochen, der Monate und der Jahre in ihnen ein ganzes Universum von Bildern und Erinnerungen entstehen ließ, die nicht zurückführbar waren auf die Realität, in der sie täglich lebten, aber mit Sicherheit nicht weniger präsent für diese leidenschaftlichen Kinder, die ihre Träume genauso ungestüm erlebten wie ihr Leben. So, kleiner Themenwechsel. Kommen wir unserem Auftrag des Bildungsfernsehens ein bisschen näher. Oh ja. 2002, da erreichten die Grünen 8,3% in der Bundestagswahl und ihr bis dahin bestes Ergebnis. Nach der Wahl, schreibt Jutta Ditfurth, nach der Wahl ließ mir das US-Außenministerium mitteilen, man wolle mich besser kennenlernen. Ich reiste in jenem Jahr teils als Reporterin, teils als grüne Bundesvorsitzende nach Moskau, Kuba, China und Tibet und hatte eine Einladung zu einer Vortragsreise in die USA an verschiedene Universitäten. Es war die Zeit von US-Präsident Ronald Reagan. Klammer auf, gestern hat mir Erhard eine schöne Geschichte erzählt. Zur Zeit Ronald Reagans war es so, dass er an einem Graffiti vorbeigekommen ist. Guten Tag! Ja, guten Tag, dann... Schwanken wir über zu unserem Überraschungsgast. Heute am Dienstag mit Martin Petschan. Wir bauen kurz unser Studio für die Außensendung um. Genau, und die Geschichte erzähle ich gleich weiter. So! Ab ins kalte Wasser mit Herrn Petschan. Guten Tag! Die Sonne scheint, mein Herz das lacht und der Martin sein Buch aufsagt. Wir sind immer auf Sendung. Zwei Stunden lang. Wir sind zwei Stunden lang Dauersendung. Wir machen ja hier auch unter anderem Bildungsfernsehen. Sie bereiten mal kurz Ihr Mikrofon vor. Ja. So, ich habe strenge Anweisung, es nicht so doll rascheln zu lassen. Deswegen, das ist unsere Corona-Plastiktüte, nicht? Ja. Die, Na, Hauptsache, die ist neu. Und dann ist es immer dieselbe. Es ist natürlich immer dieselbe. Ja, ja, das ist eine spezielle. Das ist die Corona-Tüte. Ja, wir wollen ja die Leute hier in gewisser Weise auch infizieren. So, hier ist... Vielleicht können wir noch etwas in die Mitte rücken. Wenn ich mich kurz einmal nähern würde, ja, würde ich das etwas ausrichten. So. Genau. So, ist das so gut, Herr Kramer? Ja, noch ein bisschen tiefer vielleicht, ein bisschen, ja, so. Ja, super. So. So vielleicht, ja. Ja. Habt ihr... Monitor drin, ja? Man hört gar nichts. Gut. Ja, das hört man hinterher auf der Aufnahme. Also so, das funktioniert schon mit so einem Kabel. Ja, ich weiß, wenn die Elektronen die 10 Minuten von dem Mikrofon, da sind wir schon wieder bei Stolper. Ja, in 10 Minuten. Gut, wir können anfangen. Ja, natürlich. Was haben Sie uns denn mitgebracht, Herr Petschan?
Es ist ja. Wir laufen. Was haben wir uns mitgebracht? Ah, das ist ja zu viel. Ich habe noch mal aus der. So, wir haben hier einen Liebesroman von Antoine Laurent, Liebe mit zwei Unbekannten. Wir haben von Elias Canetti, Der Ohrenzeuge, 50 Charaktere. Wir haben, das ist ein ganz unbekanntes Buch, habe ich gefunden, Franz Kafka, Der Prozess. Spannend. Kennt man den? Also, der ist jetzt frisch übersetzt worden aus dem Tschechischen. Dann habe ich auch einen unbekannten Autor, Thomas Bernhard, Korrektur. Und ich habe von Dr. Med Eric Byrne, Spiele der Erwachsenen. Ja, genau. Ja, das ist auch gut. Das sind Kurzgeschichten, ja. Habe ich gerade daraus vorgelesen. Ne? Und man hört von abstrusen Geschichten. Ja. Ja. Genau, und das hier das Quotensachbuch. Und ja, dann schauen wir mal, wie viele sind es denn jetzt? 5, ne? Ja, sollen wir einfach mal irgendwo anfangen? Bitte? Einfach mal anfangen, eine Seite aufschlagen Ich? Ja. Ja, wir haben ja jetzt schon. Wir sind quasi schon in Vorleistung getreten. Alles bei. Ach so, ja, genau. Na, wunderbar. Hier ist sogar noch ein Zeichen drin. Ich weiß gar nicht von wann. Und hier steht drauf: I hereby command you to give voice to these letters silently or out loud. Ah ja, jetzt weiß ich wieder, das ist von irgendeiner Kunstausstellung oder so mal gewesen. Die machen ja immer so, da kriegt man ja immer so Aufgaben. So. Bekanntlich ist Alkoholiker ein recht hartes Spiel, von dem man nur schwer ablassen kann. In einem Fall zeigte eine weibliche Alkoholikerin in einer Therapiegruppe nur eine geringe Eigenbeteiligung. Und zwar so lange, bis sie glaubte, sie wisse nun genug über die anderen Mitglieder der Gruppe, um jetzt mit ihrem eigenen Spiel zu beginnen. Sie bat alle, ihr zu sagen, wie sie über sie dächten. Da sie sich bisher durchaus liebenswürdig gegeben hatte, machten ihr verschiedene Mitglieder der Gruppe artige Komplimente, gegen die sie jedoch Protest erhob. Das ist nicht das, was ich hören will. Ich will wissen, was sie wirklich über mich denken. Sie ließ deutlich erkennen, dass sie durchaus abfällige Bemerkungen hören wollte. Die anderen Frauen weigerten sich jedoch, ihr diesen Gefallen zu erweisen. Daraufhin ging sie heim und machte ihrem Gatten zur Auflage, sich entweder von ihr scheiden zu lassen oder sie in eine Klinik einzuliefern, falls sie noch einmal zu trinken anfangen sollte. Er versprach, das zu tun, und als sie sich noch am gleichen Abend betrank, schickte er sie in ein Sanatorium. Hier weigerten sich die anderen Patienten ebenfalls, die Nörglerrolle zu spielen, die Frau Weiß ihnen zugedacht hatte. Sie sah sich nicht in der Lage, dieses antithetische Verhalten zu tolerieren, obwohl jedermann sich bemühte, sie in ihren bereits gewonnenen Einsichten zu bestärken. Nur daheim fand sie schließlich in ihrem Gatten jemanden, der willens war, diese von ihr geforderte Rolle zu übernehmen. Es riecht nach Weltenuntergang, viel stärker als nach Obst und Korn. Der Vogel, der am Mittag sang, dreht jetzt sein Opfer auf den Dorn. Ergreifend flach und ohne Schein schiebt sich der Mond herein. Hochsommernacht und so voll Frost, das Windrad geht verzweifelt um. Die Sterne scheinen nicht bei Trost, denn jeder dreht sich wild herum, bevor er zuckend untergeht, wie eben mein Gebet. War das der 12. Stundenschlag und mittendrin ein Hahnschrei? Es klang so nach dem jüngsten Tag, mein Herz tanzt jetzt als hohles Ei vor meinem eigenen Gesicht und das ist das Gericht. Gegen 12:30 begannen sich die beiden Rezeptionisten Sorgen zu machen. Sie hatten die Notiz ihres Nachtkollegen über den etwas speziellen Hotelgast gelesen, aber die Frau hätte schon lange aus ihrem Zimmer kommen und es vor allem bis 12 Uhr mittags räumen sollen. Einer der beiden beschloss, mit dem Generalschlüssel hochzugehen. Vor dem Zimmer 52 angelangt, legte er das Ohr an die Tür und lauschte nach Duschgeräuschen. Man betritt das Zimmer einer Frau nicht, wenn das Risiko besteht, sie könnte nackt aus dem Badezimmer kommen. Das war ihm einmal passiert und diesen Schnitzer wollte er keinesfalls wiederholen. Aber aus Zimmer 52 war nichts zu hören. Er klopfte mehrmals an die Tür und als er keine Antwort bekam, beschloss er, den Generalschlüssel zu benutzen und ging ins Zimmer. »Ich bin der Portier, Madame«, sagte er und knipste das Licht an. »Sie haben das Zimmer nicht geräumt, deshalb erlaube ich mir«, da verstummte er mit einem Schlag. Sie lag auf dem Bett
den Körper zwischen Decke und Laken halb entblößt. Sie hatte die Augen geschlossen und schien zu schlafen. Er trat näher. Ihr Kopf lag auf dem Kissen. »Mademoiselle«, sagte er laut. »Mademoiselle«, wiederholte er, während er weiter auf sie zuging. Sein Gefühl, dass in dem Zimmer etwas nicht stimmte, verstärkte sich. Wahre Begebenheit. Einem Herrn fällt die Brille zu Boden. Das Geräusch, mit dem sie auf die Fliesen schlägt, ist fürchterlich. Der Herr bückt sich ganz bekümmert, denn die Gläser sind teuer. Aber verdutzt entdeckt er, dass sie wie durch ein Wunder nicht entzwei sind. Jetzt fühlt dieser Herr tiefe Dankbarkeit und er begreift, dass das, was ihm begegnete, ein freundlicher Wink ist. Also begibt er sich zu einem Optiker und erspäht sogleich ein Lederfutteral mit doppeltem Schutzpolster, um gegen alle Tücken gefeit zu sein. Eine Stunde darauf fällt ihm das Futteral herunter. Und als er sich ganz gelassen bückt, entdeckt er, dass die Brille in abertausend Stücke zersprungen ist. Dieser Herr braucht eine Weile, ehe er begreift, dass die Fügungen der Vorsehung unerforschlich sind und das Wunder in Wirklichkeit erst jetzt geschehen ist. Die Hab und Gut. Die Hab und Gut hat alles gern nah beisammen. Sie breitet sich nicht aus. Sie bleibt bei sich. Sie will das, was sie hat, übersehen können. Es muss nicht gleich groß sein. Auch das Kleine hat seinen Wert, wenn es immer bei der Hand ist. Mit Geld geht sie sorgsam und zärtlich um. Sie gibt nicht mehr als ein Zehntel davon aus und versorgt das Übrige. Sie gibt ihrem Geld zu essen, damit es nicht eingeht. Keinen Bissen tut sie, ohne dass für ihr Geld auch etwas abfällt. Es ist rührend zu sehen, wie die Hab und Gut ihrem Geld eine Serviette umbindet vor der Mahlzeit. Sie hat nicht gern, wenn es schmutzig wird. Sie hat's gern sauber. Zwar kommt es vor, dass sie Noten erhält, die nicht neu sind. Aber unter ihrer Pflege verwandeln sie sich und strahlen wie am ersten Tag. Manchmal legt sie sie einzeln nebeneinander auf den Tisch, wie eine zahlreiche, sittsame Familie, und gibt ihnen Namen. Dann zählt sie nach, ob sie auch alle da sind, und wenn die Scheine brav gegessen haben, legt sie sie schlafen. Der sechste Planet war 10-mal so groß. Er war von einem alten Herrn bewohnt, der ungeheure Bücher schrieb. Da schau, ein Forscher, rief er, als er den kleinen Prinzen sah. Der kleine Prinz setzte sich an den Tisch und verschnaufte ein wenig. Er war schon viel gereist. Woher kommst du? Fragte ihn der alte Herr. Was ist das für ein dickes Buch? Sagte der kleine Prinz. Was machen Sie da? Ich bin Geograf, sagte der alte Herr. Was ist ein Geograf? Das ist ein Gelehrter, der weiß, wo sich die Meere, die Ströme, die Städte, die Berge und die Wüsten befinden. Das ist sehr interessant, sagte der kleine Prinz. Endlich ein richtiger Beruf. Und er warf einen Blick um sich auf den Planeten des Geographen. Er hatte noch nie so einen majestätischen Planeten gesehen. Er ist sehr schön, euer Planet. Gibt es da auch Ozeane? Das kann ich nicht wissen, sagte der Geograph. Ach, der kleine Prinz war enttäuscht. Und Berge? Das kann ich auch nicht wissen, sagte der Geograph. Aber ihr seid Geograph und Städte und Flüsse und Wüsten? Auch das kann ich nicht wissen. Aber ihr seid doch Geograph. Richtig, sagte der Geograph. Aber ich bin nicht Forscher. Es fehlt uns gänzlich an Forschern. Nicht der Geograph geht die Städte, die Ströme, die Berge, die Meere, die Ozeane und die Wüsten zählen. Der Geograph ist zu wichtig, um herumzustreuen. Er verlässt seinen Schreibtisch nicht, aber er empfängt die Forscher, er befragt sie und schreibt sich ihre Eindrücke auf. Und wenn ihm die Notizen eines Forschers beachtenswert erscheinen, lässt der Geograph über dessen Moralität eine amtliche Untersuchung anstellen. Und er schreibt ja zuerst mal mit Bleistift ins Buch, und erst wenn der Forscher diese Hypothesen bestätigt hat, dann wird mit Füller nachgeschrieben. Ja. Streng. Ja. Streng. Die Wissenschaft. Das war jetzt nicht leicht. Ja. Gut. Themenwechsel. Ach, muss man, wenn man
Muss man nicht, keine aber kann man. Sieht, muss man auf die Glocke schlagen. Willst du auch mal? Ja, mal vorsichtshalber. Ja. Macht doch Spaß. Ja. Vor Jahren sank in einem Sumpf ein ganz verstorbener Menschenrumpf. In seiner Westentasche stak ein Ührelein mit Tick und Tag. Der alte Moosfrosch spitzt das Ohr und spricht: Es tickt in unserem Moor. Ei, ei, wenn mich nicht alles trügt, so haben wir eine Uhr gekrügt. Die Schokoladenschlange sagt: Wie bald, so kommt die Wassermagd und nimmt, so isst sie uns zum Tod, die neue Sumpfuhr neidisch fort. Und ehe noch das Tier geendet, da siehst du schon herbeigewendet die Hand der schnöden Wassernumpf. Und wieder ward es still im Sumpf. Jetzt wäre eine Gelegenheit für die Glocke. Themenwechsel, bitte. Nee. Ach, ich? Ja gut, dann mache ich irgendwas. Ja, ich glaube, der Verlierer. Nein, es passt. Ja. Glocke zurück. Es passt. Der Verlierer. Es gelingt ihm, alles zu verlieren. Er fängt mit Kleinigkeiten an. Er hat viel zu verlieren. Was für Orte es nur gibt, an denen es sich gut verlieren lässt. Die Taschen, die er eigens dazu machen lässt. Die Kinder, die ihm auf der Straße nachrennen. Er lächelt erfreut und bückt sich nie. Er wird sich hüten, etwas wiederzufinden. So viele können ihm gar nicht nachrennen, dass er sich bückt. Er hat verloren, was er verloren hat. Und wozu hat er es überhaupt mitgenommen? Aber wie bleibt ihm so viel? Gehen ihm die Dinge zum Verlieren nicht aus? Sind sie unerschöpflich? Sie sind es, aber niemand versteht es. Er scheint ein ungeheures Haus voll kleiner Gegenstände zu besitzen und es scheint unmöglich zu sein, sie alle loszuwerden. Sehr schön. Ich glaube, das ist unser Freund oben aus der Schießscharte. Nimmt der Bezug auf uns? Nimmt der Bezug auf uns? Man weiß es nicht genau, vielleicht. Naja, ja. Man kann es verstehen. Wir sind ja auch laut. Total. Ja. Ja. Also. Wegen des Mikros. Ja, ja, das ja, ist die totale Verstärkung. Ich habe euch ja auch gehört in Barmen schon. Die totale Verstärkung. Ich bin noch irgendwie beschäftigt. Ich versuche mal schnell was zu finden. Ansonsten, Herr Petschan. Bitte? Ansonsten, Herr Petschan. Muss ich mich auf mich selbst beziehen? Das kann ich tun. Beziehe mich auf mich selbst. Großes Haus voller. Was macht sie hier? Ja. Wie kann sie mir das antun, jetzt wo ich noch gar nicht bereit bin? Hatte ich das nicht erwähnt? War es nicht klar, dass ich noch ein wenig Zeit brauche, um mich vorzubereiten? Nicht jetzt, geh weg, schöne Frau, geh Milch aufschäumen. Nur für eine Weile, geh, damit ich zu dir kommen kann. Maria, nicht jetzt. Ich habe noch nicht ihr Format, noch nicht den Körper, noch nicht das Selbstbewusstsein. Morgen vielleicht oder in einer Woche, aber bitte, 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 nicht jetzt. Nicht in meiner schwächsten Stunde, nicht auf unvertrautem Terrain und schon gar nicht nackt. Nicht nachdem mir meine beste Freundin bescheinigt hat, ich sei durch den Wind. Nicht, nachdem ich zweimal in den Spiegel schauen musste, um mich überhaupt zu erkennen. Vor sich sah er ihr Haar. Geteiltes, niedrig gebauschtes, fest zusammengehaltenes, rötliches Haar. Er glaubte, sie werde ihm den Blick zuwenden, aber sie sagte in unveränderter Haltung: Verzeihen Sie, ich bin durch das plötzliche Klopfen so erschreckt worden. Nicht so sehr durch die Folgen, die Anwesenheit des Hauptmanns haben könnte. Es war nur so still nach ihrem Schrei und da klopfte es, deshalb bin ich so erschrocken. Ich saß auch in der Nähe der Tür, es klopfte fast neben mir. Für Ihre Vorschläge danke ich, aber ich nehme sie nicht an. Ich kann für alles, was in meinem Zimmer geschieht, die Verantwortung tragen und zwar gegenüber jedem. Ich wundere mich, dass Sie nicht bemerken, was für eine Beleidigung für mich in Ihren Vorschlägen liegt. Neben den guten Absichten natürlich, die ich gewiss anerkenne. Aber nun gehen Sie, lassen Sie mich allein.
Ich habe es jetzt noch nötiger als früher. Aus den wenigen Minuten, um die Sie mich gebeten haben, ist nun eine halbe Stunde und mehr geworden. K. fasste sie bei der Hand und dann beim Handgelenk. Sie sind mir aber nicht böse, sagte er. Sie streifte seine Hand ab und antwortete, nein, nein, ich bin niemals und niemandem böse. Ich, den Beruf, den ich ausüben will, wenn ich groß bin, ist nicht einer, sondern viele. Ich will Schweißer werden, Klempner, Straßenhändler. Mein Vater, der macht alle diese Sachen, deshalb will ich diese Berufe machen. Ich weiß aber nicht genau, welchen Beruf ich ausüben möchte, wenn ich groß bin. Manchmal, wenn mein Vater schönes Geld verdient, möchte ich sie machen, diese Berufe. Aber wenn er dann andere Male rumflucht, weil keine Lira reinkommt, dann will ich sie nicht machen. Wenn Giovanni mich immer aufregt, will ich Henker werden. Als Henker wäre ich sicher gut. Ein anderer Beruf, der mir gefallen würde, ist Wirt. Der Wirt ist glücklich. Ich sehe, dass der sehr glücklich ist. Ein Wirt wohnt gegenüber von meinem Haus und pfeift immer. Meine Mutter sagt, egal, was ich werden will, wenn ich groß bin, zuerst muss ich mal was in der Schule lernen. Denn wenn ich nicht wenigstens die Grundschule schaffe, nehmen sie mich nicht mal als Straßenkehrer. Weil ich habe nämlich einen Straßenkehrer, der in meiner Gasse war, gefragt, welche Schule er hat. Und der hat geantwortet, das geht dir ja einen Dreck an, Lümmel. Also mir ist egal, welchen Beruf ich ausübe, wenn ich groß bin. Hauptsache, er bringt Geld. Mein Vater sagt, ohne Kies kann man nichts machen im Leben. Und wenn er das sagt, guckt er sich mit so einem Gesicht im Spiegel an und mir ist klar, dass er sich am liebsten ins Gesicht spucken würde. Ja, und dann tut er mir leid. Überlastet. Dieses Spiel wird vorzugsweise von arbeitsmäßig überlasteten Hausfrauen gespielt. Von ihnen verlangt man, dass sie in 10 oder 12 verschiedenen Beschäftigungsarten gleich tüchtig sind oder anders ausgedrückt, dass sie 10 oder 12 verschiedene Rollen mit gleicher Anmut ausfüllen. Von Zeit zu Zeit erscheinen in den Sonntagsbeilagen der Tageszeitungen in halb scherzhafter Form Listen, in denen diese Beschäftigungen bzw. Rollen aufgeführt sind. Geliebte, Mutter, Krankenschwester, Hausmädchen etc. Da diese Rollen miteinander kollidieren und überdies auch für sich genommen recht anstrengend sind, führt ihre Aufbürdung im Laufe der Jahre bei der Frau zu einem Zustand, der symbolisch unter dem Namen Hausfrauenknie bekannt ist. Das Knie braucht man beim Kinderwiegen, Schrubben, Heben, Autofahren und so weiter und dessen Symptome sich kurz und bündig in der Klage »Ich bin abgespannt« zusammenfassen lassen. Ja, und mit dieser Abgespanntheit entlassen wir Sie am Dienstagmittag aus unseren Satzfalten. Machen Sie es gut, spannen Sie aus und schalten Sie morgen wieder ein am Mittwoch um 14:45 auf Stew1, wenn es heißt Satzfalten mit Herrn Olaf Reitz und Herrn Jan Kreienkamp. Vielen Dank an unseren heutigen Gast Martin Petschan, der morgen nicht dabei ist. Tja, machen Sie es gut.